Meistertrainer unter sich Heidenheims Frank Schmidt, Dortmunds Jürgen Klopp, zwei gebürtige Schwaben voller Vorfreude auf die neue Saison. Und das gilt auch für 9000 Zuschauer bei diesem Testspiel. Alle in Heidenheim sind euphorisch und können es nicht erwarten, dass es losgeht. Heute ein toller Test gegen BVB. Habe ich nicht anders erwartet, dass es so sein wird. Heidenheim in Rot mit gutem Beginn, aber mit diesem Patzer im Aufbauspiel. Dortmund nur mit wenigen Stars in der Startelf. Einer von ihnen ist Aubameyang. Das 1:0 für den BVB nach 21 Minuten. Heidenheims neuer Torhüter Jan Zimmermann ohne Chance. Nur 4 Minuten später der schnelle Ausgleich. Philipp Heise und Florian Niederlechner ganz im Stile eines Torjägers mit dem 1:1. Im Dortmunder Gehäuse übrigens der Serbe Alomerovic. Das Heidenheimer Pressing provozierte Fehler in der jungen Dortmunder Deckung. Wie hier, kurz vor der Pause. Und Robert Leipert, der Neue aus Schalke, bedankte sich mit dem Heidenheimer 2:1. In der zweiten Halbzeit legte Dortmund vor allem mit dem eingewechselten Armenier Mkhitaryan noch einen Zahn zu. Gewann am Ende noch knapp mit 4:3. Trotzdem ein toller Test für ebenbürtige Heidenheimer, 2 Wochen vor dem Start in die zweite Liga.